Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Diese Worte ließ Shakespeare seinen Hamlet sprechen und der eine oder andere angelsächsische Analyst vor allem sagte die Worte to be or not to be im Vorfeld des G20-Gipfels, beziehungsweise wie werden die Märkte darauf reagieren, sein oder nicht sein. Es könnte ziemlich stark nach oben gehen mit neuen Allzeithoch und es könnte am Montag ein heftiges Gap nach unten ebenfalls geben. Also alles ist drin und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Der G20-Gipfel hat angefangen. Wir sehen hier zum Beispiel schon Angela Merkel, die neben Donald Trump sitzt. Man hat sich über amerikanische Innenpolitik unterhalten. Trump fragte Merkel, hast du diese demokratischen Kandidaten gesehen? Gestern oder jetzt kürzlich ja Biden und Sanders von den Demokraten in diesem Wahlkampfauftritt dieser Fernsehsendung, dieser Diskussionssendung. Ansonsten wartet eben alles auf die Gespräche zwischen Trump und Xi Jinping um 4 Uhr und ein paar zerquetschten morgens in der Nacht von Freitag auf Samstag, also am frühen Samstagmorgen. Das wird das Entscheidende sein. Und die Dinge sind nicht wirklich klar. Wie ist eigentlich der Stand der Dinge? Wird es jetzt sozusagen einen Waffenstillstand geben? Was werden die Chinesen fordern? Wir haben Medienberichte, die sagen, die Chinesen wollen und fordern die Abschaffung der bisherigen Zölle, die fordern die Abschaffung des Huawei-Bans. Und Huawei ist ja nicht das einzige Unternehmen, das auf dieser Blacklist sitzt und, steht, sondern es sind insgesamt jetzt schon 186 chinesische Firmen, die auf dieser amerikanischen Blacklist stehen. Dementsprechend ist das natürlich ein hohes Hindernis und Xi wird wohl nicht begeistert sein angesichts dieser massiven Beschneidung von chinesischen Firmen. Da kann man nicht so tun, als wäre nichts. Dementsprechend kann man gespannt sein, wie die Dinge jetzt wirklich laufen. Wir haben die Situation, dass wir auf der einen Seite, um jetzt mal zur Markttechnik zu kommen, weiter nach oben laufen könnten. Wir könnten beim S&P, den wir hier sehen, die 3000er Marke erreichen. Aber wie Sven Henrik auch zeigt, wenn wir unter den Bereich 2860, 2870 gehen, also etwa knapp 50, 60 Pünktchen unter dem aktuellen Niveau, dann wird es schwierig, dann wäre wohl der Bär aktiv und dann wäre die charttechnische Situation alles andere als positiv. Also das ist schon eine Weichenstellung, sein oder nicht sein, die jetzt hier ansteht. Und wir haben die Situation, dass beide eigentlich ein bisschen unter Druck sind, aber hilft das, nämlich Xi Jinping und Trump, hilft das? Das ist die große Frage. Trump ist unter Druck, weil seine Wirtschaft ein bisschen absäuft. Wir sehen hier zum Beispiel, dass die US-Wirtschaft, wenn man das Government Spending rausnehmen würde, also die Regierungsausgaben, dann wären wir schon seit 4 Quartalen in einer Rezession. Ohne also die massive Schuldenaufnahme, ohne die massiven Ausgaben der US-Regierung, würde die amerikanische Wirtschaft schrumpfen und es ist der Aktienmarkt, der aber die Sache ganz anders sieht. Und warum sieht er die Sache ganz anders? Weil die Corporations, die fetten Käufer von US-Aktien sind, also die Buybacks, die Aktienrückkäufe. Wir sehen hier 2,45 Billionen Dollar zwischen 2014 und 2018 wurden von US-Unternehmen gekauft, während Pensionsfonds, ausländische Investoren, Mutual Funds, also normale Fonds, andere praktisch alle abgestoßen haben. Die einzigen wirklichen Nettokäufer sind eben die Buybacks, sind die Unternehmen selbst, die damit ihre Boni steigern, die Manager damit das Angebot an Aktien verknappen, dadurch aber das Geld eben nicht in Investitionen bringen. Das ist das große Problem. Was wird heute auf der Agenda stehen? Wir haben ein paar Termine noch im Vorfeld des Gipfels, respektive des Gesprächs zwischen Trump und Xi Jinping. Wir haben die Verbraucherpreise. Wichtig jetzt für Juni, erste Vorabschätzung, wir haben die Verbraucherpreise PCE, also Personal Consumption Expenditure, wie es heißt, aus den USA, darauf die Fed besonders achten, seit dem Jahr 2000 sagt die Fed explizit, das ist für uns die wichtigste Inflationsgröße, wir haben den Chicago Einkaufsmanager Index, Viertel vor vier und wir haben natürlich den G20-Gipfel, wo es um einige andere Themen natürlich auch noch geht als den Handelskrieg. Aber der Handelskrieg ist natürlich für die Märkte, für die Finanzmärkte das Entscheidende. Und ein positiver Ausgang ist eigentlich eingepreist. Man sagt sich, naja, die werden sich schon zusammenraufen. Da wird schon etwas passieren. Kylie Bass, der Hedgefondsmanager, der
sehr kritisch gegenüber China ist und chinesische Werte gerne shortet, hat Trump empfohlen, pass mal auf, die Zeit spricht für dich, denn die Chinesen haben ein massives Problem. Wir haben ja die Schweinepest in China und es ist möglich, dass die gesamte Schweinepopulation in China getötet werden muss. Die haben wirklich ein massives Problem. Wir haben dann noch andere Befall von Insekten, die praktisch den ganzen Weizenbestand zu vernichten drohen. Also die Lage ist schon sehr schwierig und die Amerikaner werden einfach nur geduldig sein müssen, sagt Kylie Bass, und dann eben ihre Waren importieren, wie Schweinefleisch, wie Corn, wie Soybeans. Die Chinesen erheben derzeit auf Schweinefleisch 62% Einfuhrzölle auf amerikanisches Schweinefleisch. Und auf Sojabohnen 27%. Also das wird jetzt sozusagen ein Game of Thrones, könnte man sagen. Das ist eine spannende Geschichte. Schauen wir uns die Charts an und gucken mal, was der Fall ist. Wir sehen, die asiatischen Märkte sind negativ. Nicht schlimm, Nikkei etwa 0,5% im Minus, ähnliche die chinesischen Märkte. Man geht so ein bisschen in Deckung, sagt sich, ist doch gut gelaufen, wir nehmen die Chips vom Tisch. Dementsprechend sehen wir jetzt zuletzt eine Seitwärtsbewegung, ist vielleicht auch für heute zu erwarten. Wir sehen den Dow Jones bei 26.566 Punkten, sehen den Nasdaq etwas schwächer heute, nachdem der Designchef von Apple zurückgetreten ist oder das Unternehmen verlassen wird. Selbe Geschichte, so ein bisschen wie bei Tesla, fragen sich manche, dass da das Management von Bord geht, weil die Dinge einfach nicht wirklich so gut laufen. Wir dürfen gespannt sein auf die Apple-Zahlen, vor allem das, was dann aus China, aus Greater China berichtet wird von Apple. Wir haben den DAX, der ebenfalls seitwärts läuft, aktuelle Indikation 12.236. Wir haben den Euro, der praktisch ebenfalls seitwärts läuft, 1.1361. Gold kann steigen, wieder die 1400er Marke verteidigend, aktuell 1421, und das amerikanische Crude Oil 59,15 $. Also, die Fronten sind verhärtet zwischen Trump und Xi Jinping, gar keine Frage. Die Sache ist, die können die Amerikaner zurückrudern und sagen, ja, wir heben mal alle Zölle auf, wir heben den Huawei-Bann auf, damit wir schön wieder weiterfahren können. Unwahrscheinlich. Das ist aber das, was die Chinesen offenkundig fordern. Das hat auch Hu Xijin, das Orakel von Peking, mehrfach betont. Dementsprechend könnte die Sache auch scheitern. Oder es gibt schöne Bilder und man sagt, naja, lass uns doch sprechen. Wir haben doch alle das Interesse, dass die Weltwirtschaft nicht absäuft. Aber hier geht es eben um mehr. Hier geht es um einen säkularen Kampf zwischen der dominierenden Großmacht, dem Hegemon schlechthin, den USA, und dem aufsteigenden Hegemon, nämlich China. Und da geht es eben mehr als um Wirtschaft und um Handel. Da geht es um Macht. Da geht es um Einflüsse, da geht es darum, wer der Boss ist, und das macht die ganze Geschichte so schwierig. Ihnen einen guten Start in diesen Freitag. Bis dann, ciao.